Hallo liebe Fotofreunde, wir wollen euch heute etwas erzählen, was erst nächstes Jahr passieren wird. Gleich nach dem Intro werdet ihr erfahren, worum es geht. Nächstes Jahr soll es ein Seminar bei uns geben, das heißen wird professionelle Porträtfotografie. Und das geht nicht nur Fotografen an, sondern auch Visagisten und auch Models. Es sollen eigentlich an diesem Seminar Models genauso wie Fotografen und Visagisten gemeinsam aneinander an Projekten arbeiten. Das ist unsere Idee. Genau, so wie sie eigentlich im wirklichen Leben ist. Ja? So Weil, ist es, ja. Wenn man jetzt ein Projekt initiiert, braucht man eigentlich genau diese drei Gruppen. Natürlich Model als Fotograf, wie ich einer bin, ja, brauche ich ein Model und brauche eine Visagistin. Ja. Unter Umständen sogar ein bisschen mehr, aber bleiben wir einmal bei diesen drei Gestirnen. Ja. Das ist wie ein Dreieck zu betrachten. Ja. Und diese drei müssen ganz eng miteinander zusammenarbeiten und kommunizieren. Auch kommunizieren. Ja, ja, genau. Und deswegen ist uns die Idee gekommen, und ich glaube nicht, dass so etwas am Markt existiert. Ja, ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Ideal wäre doch, wenn man so ein Seminar macht, wo alle diese drei zusammenkommen und eigentlich verstehen, was für einen anderen wichtig ist. Ja, also das Verständnis für das andere Berufsbild. Genau, ja. genau. Und das ist eigentlich das, was wir ja beide laufend erleben. Richtig, und ja. auch erleben und durchleben müssen. Ja? Also das heißt, wenn man jetzt ein Projekt beginnt, beginnt man eigentlich gleich auf irgendeiner Kommunikationsplattform mit einer Chatgruppe. Richtig, ja. Dass jeder es selber erfährt und nicht wie die stille Post herumrennt. Ja? Ja, und vor allem auch, dass man die Sprache spricht, die der andere auch spricht. Also, dass man sich gegenüber versteht bei dem, was man meint, was man vorhat. Ja. Und ich habe das gesehen jetzt unlängst in einer WhatsApp-Gruppe, wo wir ein Projekt also zu dritt besprechen, Model, Visagistin und ich. Und da fragt dann die Visagistin am selben Tag, wo ein Termin stattfindet, ob wir eine Maske für sie haben. Und ich denke mir, was meint denn sie für eine Maske? Eine Tagesmaske oder Make-up? Oder sie meint, einen Mundschutz hat sie vergessen für den Termin. Natürlich hatten wir einen, aber das sieht man, an welchen Missverständnissen man oft dann, wo es dann mangelt. Ja? Gut, Missverständnisse gibt es, glaube ich, immer und überall. Ja? Und diese Covid-Zeit derzeit hat natürlich noch zusätzliche Besonderheit. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, wichtig, dass eben ein Fotograf kommunizieren kann, was er von einer Visagistin und was er von einem Model erwartet. Und ein Model und umgekehrt genauso, natürlich. Ja? Weil, ich habe oft schon mit Models geredet und habe gesagt, bitte, warum hast du das Foto überhaupt gemacht? Na, weil es der Fotograf wohin hat. Sag ich, was heißt das? Ja. Du musst ja nicht alles machen, was der Fotograf will. Du bist ja eine mündige Person. Ja. Wenn dir etwas nicht zusagt, wenn dir etwas nicht gefällt, dann musst du das sagen. Ja. Und nicht ganz einfach, weil es der Fotograf will. Ja. So ist es. Ja. Und das sind alles die Dinge, wie kommuniziere ich, wie arbeite ich zusammen. Natürlich werden wir die technische Komponente dabei nicht außer Acht lassen. Logisch, ja. Aber es ist schon ein kulturelles Thema. Ja, beides wichtig. Ja. Wir sehen ja hier, darf ich mal das in die Kamera halten, was es hier alles geben wird an Wissen, was wir euch vermitteln wollen. Wir würden uns natürlich freuen, schreibt in die Kommentare rein, was ihr euch da vorstellen würdet und was ihr da eigentlich erwarten würdet. Ja, das Ganze wird natürlich in Wien stattfinden, aber es kann natürlich im ganzen deutschsprachigen Raum gebucht werden. Es wird nämlich so sein, dass es innerhalb einer Woche zwei Wochenenden oder eine Woche stattfinden wird im nächsten Jahr im Sommer. Ja. Also 2021. Ja. Einfach auf der Webseite immer wieder nachschauen, da gibt es dann die
Termine für nächstes Jahr schon im Oktober, November. Mhm. Und schreibt uns einfach, was ihr wissen wollt und was ihr euch da vorstellen könntet. So ein bisschen ein Feedback wäre natürlich nicht schlecht, weil wir sind jetzt nur im Designen. Ja? Das heißt, wir könnten das eine oder andere noch aufnehmen. Ja? Ja. Also darum schreibt es bitte. Ja? Scheut euch nicht davor, uns eure Vorstellungen zu kommunizieren. Und Trainer werden nicht nur Wolfgang und ich sein, sondern auch Visagisten und Models, die schon lange Erfahrung haben. Genau. Ja, ich denke, wir freuen uns eigentlich auf das schon. Auf jedes Feedback. Ja, und natürlich auch auf jedes Feedback. Genau. Okay. Ja, okay. Und wenn euch das gefällt, Daumen hoch, unten abonnieren und nichts mehr versäumen.